Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tropico 5. Wir haben uns eine richtig schöne Insel gemacht hier auf Cayo de Fortuna. Da werden wir auch weiterspielen in der Mission Verfolgungswahn. Locken Sie Touristen durch Jahresbeiträge an. Was das genau heißt, werden wir sicher noch erfahren. Diese Mission habe ich selber noch nie gespielt. Also bis hierhin bin ich irgendwie noch nie gekommen. Aber wir lassen alles unverändert, Wirtschaft, Politik, Naturkatastrophen und spielen auf Cayo de Fortuna. Die Weltkriege sind vorüber. Zwar hat der Plan des Ordens funktioniert, aber geht es uns jetzt wirklich besser? Zwei Atommächte haben die Welt geteilt. Es werden noch immer Kriege geführt, wenn auch im kleineren Maßstab. Die Bedrohung durch die atomare Vernichtung hat uns Furcht, Misstrauen und Paranoia gebracht. Auch mein Freund und Mentor Leon Kane ist erschöpft und besorgt. Er fürchtet um sein Leben. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Attentäter einen von uns beiden erwischen wird. Aber es ist vernünftig von Kane, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Er hat mich um Hilfe gebeten. Und ich werde da alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm zu helfen. Alles klar, Verfolgungswahn, das ist also die Mein Leben ist Mission. In Gefahr, Präsident. Ich habe gerade erst einen Attentatsversuch überlebt und fürchte, dass es nicht der letzte war. Wir brauchen einen Doppelgänger, der genauso aussieht wie ich und mich in der Öffentlichkeit vertritt. Ich kann nichts ändern, ich sehe nicht wie jemand von Tropico aus, deshalb eignet sich niemand von der Insel. Doch vielleicht kann ein Tourist uns helfen. Meine Berechnungen sagen, dass es unter 32 Touristen eine Übereinstimmung geben muss. Wenn mir etwas zusteht, bleiben Sie beim ursprünglichen Plan. Der Orden braucht den Doppelgänger vielleicht immer noch. Gut, locken Sie 32 Touristen an. Das ist also der Plan. Eine Handelsroute hat keine aktiven Schiffe. Darum werden wir uns jetzt schnellstens kümmern. Was ist denn hier los? Die Konservenfabrik hat keine Leute. Wie kann das denn sein? Ja, dafür müssen Hola, wir Tropico. Dann wohl erstmal hier einen Neuigkeiten. Manager einstellen. Die Dinge ändern sich und jetzt ist okay. Es Zeit für den Kalten Krieg, Leute. Tja, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber es ist ja immer heiß hier in Tropico. Sollte also alles in Ordnung sein. Alles klar. Ja, wir hören, die Leute hier sind noch relativ gut gelaunt. Wir wollen natürlich jetzt hier Öl und Führungskräfte, Erfahrung im Showbusiness, Demokratie. Ja, da machen wir mal das hier, dann Fliegen, Flughafen, geschnittenes Brot. So, das ist erstmal die Forschungskette. Dann wollen wir uns darum kümmern, dass wir eine Handelsroute einrichten. Das wäre wichtig. Wir haben zwei Schiffe zur Verfügung. Milch können wir exportieren. Kaffee haben wir momentan. Doch, Kaffee haben wir auch. Uran können wir noch nicht abbauen. Na, Stahl, das ist doch eine Sache, die sich immer lohnt. Aber wir haben einen Rufwert von 60. Aber ich kenne einen kleinen Trick, wie wir diesen Rufswert sofort bekommen. Da gehen wir mal kurz hier in eine unserer Botschaften. Nein, das hier ist keine Botschaft. Ich gucke gerade falsch drauf. So, hier sind, glaube ich, die UdSSR drin. Ah, wir müssen sie immer neu einladen. Hier laden wir die USA ein. Wunderbar. So, und jetzt können wir hier nämlich dieses Bündnis auch eingehen. Handel, Stahl, UdSSR, um diesen Vertrag zu unterschreiben. Wir haben jetzt einen Rufwert von 60. Oder vertue ich mich da? Komm schon. Lass mich jetzt diesen Handel wählen, bitte. Rufe Maus und Sie benötigen einen Rufwert von mindestens 60. Okay, scheinbar haben wir den doch nicht. Ja, Schmuck. Ah, Schmuck, das ist sehr schön. Okay, und um Schmuck herzustellen, brauchen wir direkt einen Rohstoff. Was haben wir hier? Jetzt muss ich eine Goldmine finden. Lass mich mal kurz schauen hier. Gold ist hier und dementsprechend müssen wir hier direkt etwas hinbauen. Und zwar haben wir jetzt hier neue Möglichkeiten. Das sehen wir schon. Da werden wir gleich drauf eingehen. Wie gesagt, ich kenne mich selber nicht so gut damit aus. Wir brauchen als allererstes mal jetzt... Oh, wir haben auch ein Gefängnis jetzt. Okay, das ist ja alles sehr interessant. Wo haben wir jetzt hier... Meine Güte, wir haben so viele neue Möglichkeiten. Jetzt ist der Wahnsinn. Eine Schmuckfabrik, genau. Schmuck können wir jetzt ausliefern, haben wir gerade gesehen. Dementsprechend möchte ich hier neben meinem Gold
eine Schmuckfabrik haben. Ich bitte darum. So, sehr schön. Vielleicht sollten wir mittlerweile sogar mal über einen dritten Hafen nachdenken. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier hin. Hier brauchen wir definitiv noch einige, noch einiges an Zeit, um da hinzukommen. Wie gesagt, wir spielen das alles ganz in Ruhe, da mache ich mir gar keinen Stress. Gut, Waren aus Tropico im Wert von 8000. Gut, das hier muss schneller gehen. So schnell eigentlich auch wieder nicht. Okay, wir brauchen auch noch ein bisschen Strom dafür. Diesen Strom bekommen wir bekannterweise über ein Umspannwerk. So, das muss hier hin. Dieses Umspannwerk. Zack. Und dann schauen wir mal. Wir haben momentan eigentlich keine anderen Sachen, deswegen sollte es relativ schnell gehen. Wir machen hier auch mal die Dringlichkeit hoch. Und dann sollte das eigentlich relativ fix von der Hand gehen. So, ihr habt gesehen, wir haben viele neue Möglichkeiten jetzt bekommen. Wir haben hier noch eine Polizeiwache. Ja, ich habe schon gesagt, das sieht ein bisschen improvisiert hier aus, dient aber momentan dem Zweck, weswegen ich mich darüber gar nicht beschweren möchte. Wir können hier jetzt andere Sachen noch erforschen. Wir haben beispielsweise ein automatisiertes Bergwerk. Können wir das hier jetzt Uran, okay, das friedliche Atom, das können wir also noch nicht machen. Wird wahrscheinlich deutlich schneller gehen, denke ich mal. Bergwerk 5, 3, ja, gut, was auch immer. Egal, Textilfabrik, Konservenfabrik, Möbel, Pharma GmbH. Okay, da brauchen wir eine Menge Strom für. Aber was soll's, dann bauen wir das hier einfach mal direkt neben den, direkt neben unser Kraftwerk. Und hier können wir eigentlich ganz in Ruhe unsere Pharmazeutik produzieren, denke ich mal. So, dann haben wir als nächstes hier gerade, habe ich irgendwo gelesen, Mastbetrieb. Hier habe ich das gelesen. So, ein Mastbetrieb, was nützt das? Das bringt Tierpur Fleisch, Milch und Wolle aus Mais, je nach Art des Mastbetriebs. Alles klar. Gut, dafür sollten wir vielleicht noch ein bisschen Mais anpflanzen. Dann habe ich da eine ganz gute Idee. Machen wir hier auf diese Seite unserer Stadt einfach nochmal ein paar Plantagen. Ja, warum nicht? Schauen wir mal, fangen wir hier einfach mal an. Das kann man ja hier wunderbar anpassen, das Ganze. Sehr schön. So, fangen wir hier an mit Mais. Oh. Das ist aber gar nicht gut hier, Mais. Warum ist das hier so schlecht? Also hier könnten wir eine Maisplantage errichten. Auch schon nicht so pralle, aber immerhin noch annehmbar. So, bauen wir da eine und bauen wir mal noch eine. Komm schon. Und bauen wir noch eine, weil es so schön ist, Mais anzubauen. Okay. Und dann bauen wir jetzt auch mehrere Mastbetriebe, würde ich einfach mal sagen. Obwohl, wir können es jetzt hier eigentlich voll tackern, es ist jetzt auch schon egal. Mastbetriebe, wo haben wir das? Okay, oh, die sind sogar relativ teuer, die Dinger. Da muss man dann halt auch ein klein wenig mit aufpassen. So, wir bauen jetzt hier erstmal unsere Straße weiter. Da haben wir beim letzten Mal ja mit angefangen, lassen die Zeit jetzt nicht zu schnell vergehen, weswegen wir jetzt hier weitermachen. So, einfach mal die Straße bis hierhin fortführen, das passt schon. So, das gibt uns die Möglichkeit jetzt auf dieser Seite hier. Schauen wir mal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Schmuckfabrik, ja. Mietskaserne, so Apartmenthaus. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir hier einfach jetzt mal ein Apartmenthaus reinsetzen. Das passt zwar absolut hier nicht ins Bild. Ne, das mache ich auch nicht. Das passt hier wirklich nicht ins Bild.
Da müssen wir jetzt halt mal was anderes machen. Restaurant, Taverne, Strandanlage, Museum, Kabarett, Casino, Hüttendorf, Zeitung, Klinik. Ja, wie wär's denn hier mal jetzt mit einer Kathedrale? Ne, das ist zu teuer. Wie wär's mit einem Kranken... Ne, das kann man auch vergessen. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir bauen hier einfach zwei normale Häuser hin. In diese Seite oder auf diese Seite hier. So, passen da überhaupt zwei noch hin? Ne, ich denke, eins wäre besser. So, und jetzt hat man hier auf der nächsten Seite dann natürlich ein bisschen mehr Platz. Da könnte jetzt theoretisch auch einfach mal ein Krankenhaus hin. Das wird jetzt nichts ausmachen, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es natürlich nicht. Gucken wir mal. Wenn wir jetzt hier einfach die Straße verbinden, so bis dahin. Und jetzt hier Gebäude abgerissen. Keine Bäume mehr in der Nähe. Okay, wir müssen neue Bäume finden. Wenn wir jetzt hier einfach mal ein Krankenhaus hinbauen. Wo haben wir es? Boah, das muss ich mir dringend merken, wo die einzelnen Sachen sind. Das ist ja eine echte Katastrophe, was wir hier machen. So, einfach jetzt mal hier ein Krankenhaus hinbauen. Schauen wir mal, wo wir hier rein müssen, dass wir das auch einigermaßen geordnet hier machen. So wäre es, glaube ich, am sinnvollsten, das hier so reinzusetzen, jetzt hier an die Ecke. Ja, wunderbar, das passt eigentlich ganz gut sogar. Und dann machen wir hier direkt mal weiter mit einem, mit einem kleinen Laden noch daneben. Und da sind wir ganz gut ausgerüstet. Da sind wir hier dann sogar in einem kleinen Stadtteil quasi so. Und da können wir hier auf der anderen Seite können wir dann wieder ganz normale Sachen bauen, wie beispielsweise eine Bank kann dann hier hin. So, die passt dann daneben die Luxusvillen auch vom eigentlichen Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit hin. Ich denke, wir sind hier sogar richtig. So, machen aber sicherheitshalber hier auf der anderen Seite nochmal eine Straße. So, damit wir da, wie gesagt, kein Risiko eingehen. Und dann bauen wir hier auf diese Seite des Ganzen vielleicht nochmal ein... was können wir da noch hinmachen? Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach mal ein... machen wir hier, damit es nicht zu voll wird, machen wir einfach zwei normale Häuser. So. Hier hin. Hier eins hin. Und hier eins hin. So, das passt auch. Dann lassen wir wieder ein bisschen Platz. Hier machen wir jetzt zum Beispiel mal, was weiß ich denn? Keine Ahnung, wir sind ja schon wirklich im Micromanagement. Aber ich will jetzt hier zumindest diese Anlage direkt ordentlich machen. Denn dann sind wir hier fast fertig. So, machen wir jetzt hier mal eine schicke Gartenanlage hin. Hier neben bauen wir einen kleinen Pool uns auf, so, zack, damit das jetzt nicht zu überlaufen wirkt. So, dann bauen wir uns hier jetzt noch weiß der Geier was, so, und damit im Endeffekt jetzt auch alle noch was davon haben, bauen wir jetzt hier noch eine Kathedrale hin. Wenn wir da jetzt Geld für hätten, haben wir natürlich nicht, die sind nämlich schweineteuer. Okay, so, wir sehen, wir haben unsere, das neue Antidepressionsmittel, wir haben unsere von Tropico Dings hier schon wieder richtig Firma, voll gebaut jetzt. Das ist natürlich Hammer. Stellt. Früher war aber ich das passt schon. Okay. Doch, das ist vorbei. Dank Jubelfix kann ich jetzt lächeln und lachen. Ich stehe im Mittelpunkt jeder Party und es gibt keine Nebenwirkung. Von übersprudelnder Freude mal abgesehen. Ich mag mich bei meinen sorgsam durchgerechneten Folien. Ein Billighotel, ja, das werden wir gleich machen. Ich gehe jetzt erstmal, wie gesagt, auf die komplette Infrastruktur hier, damit wir das schon mal voll und ganz geregelt haben. Und danach kümmern wir uns um den Tourismus. Dafür werden wir hier die ganze Sache ein bisschen ausbauen und hier ein kleines Touristenparadies schaffen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr auf der anderen Insel spielen müssen, weil sonst müssen wir da natürlich das... eine ganze Menge nachholen, aber na gut.
So, ein Frachter hat Waren aus Tropico exportiert. Was ist hier los? Okay, wir haben zu wenig Strom. Das ist nicht so toll. Ja, dann müssen wir vielleicht mittlerweile ein zweites Werk bauen. Das kann natürlich sein. Schmeckt mir natürlich gerade nicht, weil es teuer ist. Aber was willst du machen? 12.000 kostet das sogar. Das ist schon ekelhaft. Okay. Und jetzt müssen wir aber gleich hier wieder schwarze Zahlen schreiben. Hat ein weiterer Frachter 22.000 an Waren gebracht. Das muss reichen, um uns wieder in die guten Zahlen zu bringen. Aber ich glaube, diese Bauarbeiten, die kosten auch am laufenden Band etwas. Was uns jetzt natürlich hier ein bisschen teuer zu stehen kommt. Okay. So, let's go, let's go. Aber das geht hier recht schnell. Seht mal, wo wir schon sind. Wir haben hier angefangen und das hier wurde schon alles gebaut. Ne? Hier haben wir eine Kirche, zack, zack. So, das geht wirklich relativ schnell voran. Und hier lassen wir ein bisschen Platz. Da habe ich was ganz Besonderes mit vor. 24 Bürger kamen in Tropico an. Vor allen Dingen haben wir hier eine ganze Menge Platz geschaffen. In Tropico leidet. Nehmt's nicht so schwer. Ich bin sicher, dass ihr im Dunkeln viele lustige Dinge machen könnt. Ja, sicher. Aus Erfahrung. Ach, du ahnst es nicht. Okay, so, das wäre erledigt. Hier bauen wir jetzt unser Kraftwerk an die Straße. Wie gesagt, das sieht hier alles nicht so toll aus auf diesem Bereich oder auf dieser Seite der Insel. Aber da werden wir noch hinkommen. Da bin ich recht überzeugt davon. Das musste hier halt ein bisschen improvisiert werden. Wir werden jetzt gleich hier... wir werden das in ähnlichem Stil jetzt durchführen hier. Wir werden jetzt hier eine Straße bauen, so, um jetzt auch die letzten Probleme, was Platz angeht, zu lösen. Werden wir jetzt mal hier eine gerade Straße am besten durchziehen. Na gut, gerade scheint das jetzt nicht werden zu können, aber okay. Und dann machen wir jetzt hier noch einen Straßenarm. So, lass mich eine Straße bauen, bitte. So, okay, dann machen wir das so. Ja, wir hätten von Anfang an mehr Wert da auf Schönheit legen müssen, aber na gut, so ist es jetzt nun mal. Und dann kümmern wir uns darum, hier ein Apartmenthaus zu kriegen. Die Wohnqualität steigt, wenn es an der Straße gebaut wird. Ja, da müssen wir uns jetzt halt gleich drum kümmern, dass wir hier noch eine kleine Apartmentsiedlung bauen. Das sollte man dann schon irgendwie gleich mal tun. Okay, und dann müssen wir uns aber auch irgendwann um die Touristen kümmern. Denn sonst wird das hier wirklich eine never-ending Story. Gut. Schauen wir mal, wie es uns momentan eigentlich geht. Sicherheit ist super, Unterhaltung geht so. Nahrung ist immer noch sehr gut, aber man muss natürlich da auf dem laufenden Band oder am Laufenden bleiben, klar. Ja, Gesundheitsversorgung schmeckt immer noch nicht. Wohnraum ist besser, aber immer noch nicht gut. Arbeit... singt etwas und Religion, das passt schon mittlerweile. Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen? Süße Ärzte. Ich glaube, mir ist gar nicht gut okay, und ich brauche ganz schnell Strom. Einen guten Arzt. Fuck. Denkt bei den Doktorspielen immer daran, dass Ärzte schreckhaft sind. Also achtet darauf, dass euer Make-up sitzt. Mhm. Boah, minus 20.000, was ist denn jetzt hier los, ey? Mein lieber Mann. Habe ich hier irgendwas vergessen? Wir haben doch auch Handelsrouten eingerichtet, oder? Schauen wir mal eben. Ja, Schmuck. Schmuck. Das müsste ja mittlerweile auch schon geliefert werden. Das habe ich natürlich nicht überprüft, ob das so ist. Aber doch, wir haben hier auf jeden Fall eine ganz ordentliche, naja, monatliche Produktion. Die ist natürlich ein bisschen schwach momentan noch, muss man sagen. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen die Staatskasse aufgefüllt, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Wie wir sehen, geht die schnell wieder in die schwarzen, in die roten Zahlen. Das gefällt mir gerade nicht. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch mit daran, dass wir hier vom Allerfeinsten gebaut haben und ja auch immer noch am Bauen sind, obwohl jetzt gerade eigentlich nicht mehr so sehr. Ja. Gut, wir können hier jetzt gleich, genau, das können wir jetzt schon mal machen, das können wir momentan nicht machen, weil wir kein Geld haben, aber hier können wir noch eine Straße langziehen, wo wir dann so einen Mastbetrieb aufstellen sollten. Das wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, um ja dann weitere
Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Ja, Wahlen, da müssen wir momentan wirklich keine Angst vor haben, denke ich. Also wir haben wirklich für eine ganze Menge gesorgt hier auf unserer Insel gerade. Und ich glaube nicht, dass wir uns davor jetzt besonders, besonders viel Angst davor haben müssten. Das denke ich nun wirklich nicht. Manche Menschen protestieren, also da habe ich kein Verständnis dafür. Was haben wir hier? Die Zigarrenfabrik hat keinen Manager. Wir wollen da mal einen Gewerkschafter einstellen und wollen hier dafür sorgen, dass hier wieder Leute zur Arbeit kommen. Und jetzt haben wir wieder Geld, um Sachen zu bauen. Sehr schön. Da müssen wir uns als erstes für ein Umspannwerk entscheiden. Und zwar hier in der Nähe des Krankenhauses sollte es platziert werden. Schneller Bau, damit das Krankenhaus seinen Dienst auch aufnehmen kann und unsere Wahl nicht irgendwie nachher noch ins Wasser fällt hier. Das wäre natürlich nicht so toll. Ja, aber wieso hast du jetzt keinen Strom? Du hast doch hier das Umspannwerk, aber unser zweites Dings hier ist noch nicht fertig, denke ich mal. Unser zweiter... Doch, ist tatsächlich auch schon fertig. Ja, das kann doch nicht sein. Wie viel Strom braucht so ein Ding denn? Produziert Medikamente. So ein Ding erzeugt 200 Strom. Okay. Und der Gesamtverbrauch, gesamter Strom, verfügbarer Strom. Was haben wir hier? Erzeugt noch gar nichts. Wieso erzeugt das noch gar nichts, wenn ich mal fragen darf? Du sollst aber was erzeugen. Ah, okay, wir kriegen keine Kohle momentan. Ja, da müssen wir uns sowieso mal drum kümmern. Das ist etwas, was ich ganz gerne erlassen möchte. Ich glaube, es gibt irgendwie die Möglichkeit, gewisse Sachen zu wieder hinzukriegen. Da müssen wir uns mal kurz drum kümmern. Fracking, geologisches Gutachten. Erhöht die Eisen, Kohle, ja, sowas brauchen wir in allen noch nicht erschöpften Vorkommen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann sollte hier vielleicht auch wieder ein kleines bisschen Kohle eingehen. Ja, das tut es jetzt auch und das tut es hier auch. Und damit bin ich dann schon eher zufrieden. So, und jetzt müssen wir aber auch überall Strom haben. Das Ding hat wieder Strom, hat unser Krankenhaus jetzt auch Strom. Ich hoffe mal. Ja, aber sonst würden wir das schon sehen. Ah, wunderbar. Gut, ich bin zufrieden. Sehr schön. So, was wollte ich als nächstes bauen? Irgendwas wollte ich bauen, genau, diese Mastbetriebe. Die wollte ich bauen. Und zwar können wir das eigentlich direkt auch mal hier tun. So, machen wir einen Mastbetrieb, der sich um, um das kümmert, dann machen wir noch einen Mastbetrieb, der sich um was anderes kümmert, sagen wir mal um Ziegenmilch, wir haben ja auch eine Molkerei und einen kriegen wir glaube ich noch unter, ja, aber finanziell nicht. Gut, zwei Stück reichen wir ja erstmal. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Wir werden nicht betrügen hier, wir haben ohnehin genug Stimmen momentan, dass wir das gar nicht nötig haben. So. Na wunderbar. Lass uns das doch Wahlergebnis. 59%. Präsident, ich zittere. Oh, wieder ein Erdbeben. Na super. Okay, holen wir uns mal die Quest ab. Mein Bester, mir ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Ich traf mich just mit einem sehr beschämten sowjetischen Diplomaten. Ja. Okay, wir werden uns eine zweite zulegen. Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. 5 Gebäude beschädigt. Das ist nicht so toll. Alle wieder aufbauen, bitte. Und wir müssen hier für Strom sorgen. Achso, das ich kommt muss jetzt. Euch was gestehen. Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Das war eine schlimme Beziehung. Ging alle alles reparieren. Toll los. Doch dann liefen die Dinge ganz brutal aus dem Ruder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Beziehung so kaputt wie manche Gebäude, die ich auf der Insel gesehen habe. Zeit, sie zu reparieren. Genau, Zeit, sie zu reparieren. So, wunderbar. Was haben wir denn hier? Ach genau, so, wir wollten, oder ich wollte, beziehungsweise das wollte ich noch vorher machen. Ich wollte noch ein paar Apartmenthäuser hier hinsetzen. Da können wir zum Beispiel hier, ich glaube 2 Stück werden wir hier hinbekommen. Ja, das schaffen wir hier, wenn wir das so ausrichten, kriegen wir sogar noch ein drittes rein. Okay, das gibt schon mal wieder ein bisschen Platz hier. Für neue Menschen und Platz für neue Menschen ist ja bekanntlich
eine gute Sache. So, wunderbar, alles klar. Dann schauen wir mal als nächstes, was wir noch zu tun hätten. Ja, wir müssen jetzt mal langsam gucken, dass wir das hier halt hinkriegen. Ne? Da muss jetzt mal langsam was passieren. Und deswegen werden wir von hier aus jetzt eine Hauptstraße bauen. Und zwar wird diese Hauptstraße relativ mittig durch die Insel führen, damit wir auf dem Weg dorthin noch einiges unterbringen können. So, wir werden das mal relativ gerade halten hier. Einfach, weil es meiner Meinung nach schöner aussieht. So, hier so ein bisschen am Wasser vorbei. Wir werden da auf dem Weg noch ein paar Holzfällerbetriebe aufbauen. Denke ich mal. Einfach, weil es Geld gibt. So, schauen wir mal. Da noch lang. Und hier auch noch lang. Na, aber nicht so. So will ich das nicht. Ich will, dass du hier so lang gehst. Genau, mit so einem Bogen. All die armen, hilflosen Geschöpfe, die im neuen Mastbetrieb zusammengepfercht leben müssen. Okay. Wie scheußlich. Hey, Präsidente, Tiere sind auch nur Menschen. Die sollten in die Wildnis freigelassen werden. Klar, sie schmecken gut. Aber wer ein Steak will, sollte es sich erjagen. So wie es in der Natur nun mal läuft. Ja, die Alte, die sollte mir erstmal nicht auf den Sack gehen. Das wird ihre Chancen erhöhen, nicht verhaftet zu werden. So, okay, jetzt müssen wir mal von hier aus ein paar Sachen bauen. Hier haben wir jetzt mal eine Straße relativ mittig gebaut. Und dann werden wir erstmal loslegen hier, wie ich angekündigt hatte, die ein oder andere. Ja, erstmal muss ich das jetzt hier bauen, ne? Dieses Observatorium. Aber die Frage ist ja, wie kriege ich das hier hoch? So, ich kann das nicht bauen, ne? Unebenes Terrain. Ich meine, hier wird's ja eigentlich funktionieren, aber wie zur Hölle soll ich das da hochkriegen? Das ist das Problem. Uneben, 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 uneben. Ja, das funktioniert nicht und das soll uns aber zusätzliche Punkte generieren, was eine ganz gute Sache eigentlich ist. Ja, dann müssen wir das mal einfach mal hier jetzt hinbauen, dieses Ding, dieses Observatorium. Und hoffen, dass das läuft. So, gut. Dann haben wir hier unsere Hauptstraße. Ich habe schon gesagt, wir wollen an dieser Hauptstraße ein paar Kleinigkeiten anschließen. Und zwar Holzfällerlager. So, hier auf dieser Insel sind Baumstämme einfach eine absolute, ja, ein Gut, was wir im Überfluss besitzen. Und da müssen wir dann auch den entsprechenden Profit rausschlagen. So, wir sehen das, obwohl die Straße hierhin wird wahrscheinlich mehr kaputt machen, als sie abwirft letzten Endes. Deswegen bauen wir das mal hier hin und erweitern einfach die Straße ein wenig. So, ja, so. Gut, optimal. Da haben wir eins. Gut, dann können wir vielleicht hier auf diese Seite noch eins bauen, aber das auch alles zu seiner Zeit. Ja, das ist schon eine ganz schöne Reise hier durchs Commonwealth, fast schon. Was haben wir denn hier? Das hier ist, was ist das? Das ist ein Goldbergwerk, aber wir haben keinen Platz mehr für produzierte Güter. Das heißt, unsere Wirtschaft ist schon wieder ein bisschen im Überschwung hier, was aber für uns natürlich gar kein Problem ist. Das heißt einfach, wir brauchen ein Transportbüro, ein neues. Und das kann man hier natürlich sehr gut errichten. Da haben wir ja gar keine Probleme damit. So. Und weil es halt so schön ist, bauen wir direkt mal zwei. Wir können auch einfach mal hier so ein Ding hinbauen. Ja, so ein Transportbüro. Ich weiß nicht, ob das immer unbedingt da am Hafen sein muss. Ja, wahrscheinlich schon. Das wird anders keinen Sinn machen. Wir können aber auch, wir werden das Ganze hier so ein bisschen abtrennen. Wir werden ganz klar hier noch ordentliche. Ich mag keine beengten Räume. Und ja, ich kann zwar nicht sagen, dass diese neuen. Doch, wir haben so eine Ölsorte entdeckt, aus der wir Benzin destillieren können. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt Ölvorkommen entdeckt. Das ist sehr gut. Wir werden aber als erstes, wir machen das so. Wir müssen das so machen. Wir können nicht diesen Platz hier ungenutzt lassen. Wir werden das aber hier ganz ans äußere Ende verfrachten, damit das hier eventuell, ja, weniger stört. So, dann werden wir hier die Straße von hier aus, werden wir, denn hier soll wirklich unser Urlauberparadies sein. Da möchte ich jetzt nicht zu viel
Wirtschaft reinknallen in dieses Gebiet hier. Aber das wird schon einigermaßen funktionieren, denke ich mal. So, das bauen wir dahin. Dann bauen wir hier noch ein... Ja, hier bauen wir... Ups, Entschuldigung. Hier bauen wir so die gewohnten Sachen hin. Klar, warum nicht? Ein Baubüro. Ein Transportbüro. Und einen Parkplatz. So, wunderbar. Dann müssen wir auch noch einen Fischereihafen bauen. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, alles hier im ganz kleinen, ganz engen Umfeld. So, sehr gut. Machen wir, geben wir der Straße hier nochmal eine kleine Abzweigung, dass sie hier hinkommt. So, sehr gut. Ja, dann haben wir da keine großartigen Probleme. Hier können wir das Gold sogar noch schneller transferieren, was auch gut ist. So, Transportbüro schneller bauen, oder haben wir momentan kein Geld für, was ein Problem ist. Gut, alles klar. Was machen wir jetzt hier? Was ist das hier? Das ist eine Zigarrenfabrik. Die arbeitet auch, wie ich sehe, ganz gut, braucht aber vielleicht ein bisschen mehr Budget, damit wir hier auch mehr Leute reinkriegen. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Unsere Handelsschiffe haben Waren von Tropico. 26 Bürger kamen an. Okay, also wir, die Leute, die sind wirklich sehr zufrieden hier mit unserer Insel, sonst würden nicht so viele Leute kommen. So, hier haben wir jetzt direkt mal die Möglichkeit. Jetzt muss ich genau überlegen, wie wir das machen. Okay, wir machen am besten hier so zu diesem Wasser hin. Das fände ich richtig schön, wenn wir da jetzt halt die Möglichkeit kriegen, hier eine richtig schicke, dass hier das Ding, das schließen wir noch mit ein. Das könnte auch eine Touristenattraktion werden. Machen hier noch bis zum Schrank, bis zum Strand halt noch einige Meter gut. So, und jetzt schließen wir diesen Bereich hier, sag ich mal, so von hier, ja, diese ganze Ecke, so von hier bis, sagen wir mal, hier. Die machen wir, dann haben wir den Wasserfall noch mit drin. Die machen wir so als Touristenattraktionen, würde ich es mal sagen. Und bauen das dann hier wirklich im relativ großen Stil aus. Ne, machen wir hier, keine Ahnung, wie das hier nochmal heißt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das hier sind, meine ich, wie hieß das nochmal? Strandbad, Nationalpark, Taverne, alte Ruinen, genau, alte Ruinen, die packen wir hin. So, haben wir da, hat das jetzt geklappt? Ja, hier sind jetzt Leute drin, sehr gut, in den alten Ruinen, und dann haben wir hier gleich ein richtig schönes Paradies, wenn ich damit fertig bin. So, in der Zwischenzeit können wir hier einfach jetzt, mal, jetzt haben wir hier ein Casino, gibt, da wo hoffe wir ein ich, dass Casino haben, brauchen wir auch ein Museum, nicht falsch das verstehen, liebe Astrologen, ich. Aber so. Die letzten 20 Mal, an denen ich die Liebe meines Lebens finden sollte, stimmte irgendwas nicht so ganz. Okay, ja, das ist dann wohl dein persönliches Problem, da kann wohl keiner was für, außer du, gehe ich mal von aus. Das hier läuft, diese Mastbetriebe. Wo habe ich die eigentlich nochmal hingebaut? Hier irgendwo, oder? Was haben wir hier? Das ist welches Problem? Kein Platz mehr für produzierte Güter. Ja, wir sind ja schon dabei. Ich hoffe, dass unser neues Baubüro hier diesen Problemen gleich entgegenwirken kann. Sobald wir damit fertig sind, sollte es das hoffentlich tun. Und dann sind wir dementsprechend gut gerüstet. Wir haben momentan nur 53% Zustimmung. Das schmeckt mir nicht so lecker. Ein Frachter hat Waren im Wert von $4.500 produziert. Das ist dann wieder ganz gut. Und Hauptsache, dieses scheiß Transportbüro wird fertig. Wie schnell, wie teuer ist das? Ja, 4.000, das gönnen wir uns mal. Aber das ist halt momentan auch sehr, sehr wichtig. Und hier brauchen wir jemanden, der dafür sorgt, dass die ganze Geschichte schneller wird. Gebäudeeffizienz. Ja, das ist wichtig. Diese Effizienz muss definitiv steigen. Sonst haben wir da Probleme. So, gucken wir mal, ob das jetzt damit gelöst wird, das Problem. Ansonsten brauchen wir weitere Transportbüros.
Ah, die können ja auch eigentlich nicht schaden. Wir bauen mal überall Wasser. Wir haben schon wieder ein richtiges Minus hier zu verzeichnen. Das ist nicht so toll. Über die USA überweist uns Geld und manche Menschen sind im Tropico unzufrieden. Okay, ja, das ist dir doch egal. Ja, wir bauen jetzt einfach mal überall noch ein zweites Transportbüro hin. Einfach der Einfachheit halber. Vielleicht ist es übertrieben, aber ist ja eigentlich drauf geschissen. So, ermöglicht den Transport von Ressourcen auf der Insel. Ja, wir bauen, wie gesagt, ein zweites an den Stellen, wo ich das hier für angebracht halte. Das wäre einmal da. Das wäre einmal hier, denn auch hier haben wir das Problem, dass da einfach zu viele Waren momentan sind. Hier sind Demonstrationen. Demonstranten kaufen, ich glaube, Taktschaden. Kamerad Präsident, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine geht mir nicht klar, dann entsenden wir eben die Armee. Wenn ihr es anders nicht versteht, dann müssen wir eben Gewalt sprechen lassen. So, wir kaufen noch ein Transportbüro. Ja, das hier ist echt keine schöne Ecke, aber ist halt Industrie. Hier werden wir alles hinklatschen, was irgendwo hingeklatscht werden muss, und dann wird das schon irgendwie funktionieren. So, diese Ölbohrtürme, die sind wichtig. Ölraffinerie produziert Öl und Erdgas aus küstennahen Vorkommen. Ja, da sind wir schön dämlich, dass wir die Dinger bis dato noch nicht benutzt haben, denn die werden, denke ich mal, also Öl und Gas ist ja eigentlich für ziemlich viel Geld bekannt. Deswegen werden wir da natürlich jetzt auch mal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen, um die Dinger hier zu bauen. Was haben wir hier für Probleme? Konservenfabrik, mal wieder keine Leute am Start. Ich weiß nicht, was das soll hier, dass wir momentan keine Arbeiter finden für manche Sachen. Ist auf jeden Fall nicht so toll. So, Ölbohrturm, das werden wir mal auf irgendwelche Ölvorkommen setzen. Ich meine, hier eins gesehen zu haben. So ist es auch. Was haben wir hier wieder für Probleme? Okay, da ist wieder kein Platz mehr, verdammte Axt. Muss das unbedingt so rum sein? Okay, das scheint unbedingt so rum zu müssen. Das wollen wir nicht. Dann setzen wir eine Straße und lassen die hier verbinden, damit das Ganze abgeholt werden kann. So. Alles klar, weiter geht's. Ja, hier sind weiterhin kein Platz für produzierte Güter, also reichen die Transportbüros anscheinend immer noch nicht aus. Tja, ganz wie ihr wollt, Leute, dann brauchen wir eben noch mehr davon. Ich kann nichts dafür. So. Ölraffinerie, ja, die Dinger sind auch schweineteuer und ich sehe gerade, das braucht auch Strom, deswegen werden wir da direkt mal eine kleine, wo haben wir denn gerade die Raffinerie hingebaut? Hier, haben wir sie hier hingebaut? Fischereihafen, ne, hier war es nicht. Dann war es hier in unserem industriellen Gebiet, obwohl es gar nicht so industriell ist, aber naja, sei es drum. So, dann bauen wir hier noch eine ein Museum auch nicht, ein Umspannwerk, das müssen wir hier noch hinbauen. Okay, das passt jetzt hier gar nicht hin, das ist traurig, ja, dann müssen wir es so bauen. Wie gesagt, hier geht sowieso alles drunter und drüber, da passt sowieso nichts zum anderen. Das haben wir hier nicht so schön gebaut, deswegen sei es jetzt erstmal drum. Okay, okay. So, Botschaft. Wir haben tatsächlich noch kein Zollamt gebaut. Zoll soll aber in erster Linie erstmal hier zu unserem Haupt, in unsere Haupteinrichtung. Das können wir mal hier ganz geschmeidig hinbauen, so ein Zollamt, glaube ich. Da werden wir keinen Fehler mitmachen. Einfach mal hinsetzen. Und das schmeckt dann eigentlich ganz gut. So, dann kommt auch hier an diese Küste, ganz wichtig, erstmal noch eine Ölraffinerie. Das finde ich doch schon, das sollten wir haben, definitiv. Sonst wüsste ich nicht, das wäre wirklich absolute Geldverschwendung, das jetzt nicht zu haben. Auch wenn die Straße wohl hier jetzt ein bisschen ungünstig steht, müssen wir mal gucken, wo wir das vielleicht untergebracht kriegen. Vielleicht hier besser. Na, komm schon, enttäusch mich nicht. Ja, hier ist es sehr schwer, noch Sachen hinzukriegen. Aus
skillbekannten Gründen. Wir haben hier echt eine ganze Menge zugebaut. Aber hier zum Beispiel werden wir es doch sicherlich noch irgendwo hinbekommen. Küste muss an... Ach, wir haben es falsch rumgebaut. Ja, das stimmt. Da war was. Okay, dann werden wir das sicherlich auch hier hinbekommen. Ja, so ist es. Sogar so, dass wir nichts mehr an der Straße verändern müssen. Wunderbar. Okay, das ist zwar eigentlich alles nicht unser Ziel, aber je mehr wir hier für die Wirtschaft tun, desto besser wird es im Endeffekt laufen in der weiteren Ausgabe des Spiels. Und ja, da ist doch alles gut. So, hier haben wir jetzt ein Transportbüro. Ja, wir müssen da einfach mal ein bisschen für sorgen, dass die Dinger laufen, denn sonst kriegen wir hier ernsthafte Probleme. So, Ölraffinerie. Ja, jetzt haben wir wieder ein kleines Staatskassendefizit hier. Ich werde mal kurz einen Schluck trinken in der Zwischenzeit. So. Gut. Alles klar. Ja, auch dieses ermöglicht den Fischfang in der Nähe des Fischereihafens. Das produziert aber momentan nichts. Wieso produziert das nichts? Wahrscheinlich gibt es hier keine Fische mehr. Wir sind ausgefischt. Was ist hier das Problem? Trockendock. Manager keine. Geldmacher. Magnat, Effizienz von Bergwerks- und Ölgebäuden. Okay, das können wir dann mal direkt hier einsetzen. Präsident, erinnern Sie sich an die Fernsehshow, in der jeder... Okay, Managerfertigkeiten, das ist gut. Ich muss aber hier irgendjemanden einstellen, der... Verdammte Hacke, was mache ich denn hier? Der sich hiermit auskennt, Wohlstand der Arbeiter im Gebäude steigt. Ja, das ist gut. Dann werden hier sicherlich auch der ein oder andere sich dazu erbarmen, hier zu arbeiten. Hier gehen wir wieder hoch und werden als Manager jemanden auf einen Magnaten wählen, der jetzt hoffentlich hier alles ein bisschen verbessert. So, hier sind nach wie vor wenig Leute, das gefällt mir nicht, aber ich werde jetzt auch keine Gastarbeiter einladen. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. So, und wir haben ja auch schon wieder Geld. Wir sehen, hier ist beispielsweise noch eine Ölquelle. Einfach mal steht hier so rum. Okay, jetzt muss hier... Das ist ein bisschen doof, dass wir das nicht schwenken können. Aber okay, das Öl, das spielt nicht für uns, sondern wir spielen fürs Öl. Das muss man mal so sehen. So, bauen wir jetzt hier einfach mal, je nachdem, wie es besser fällt, bauen wir mal hier so eine... kleine Straße und wie gesagt, hier in der Ecke muss es alles nicht perfekt sein. Das hier ist, ich glaube später wird man das sowieso nicht mehr erkennen, wenn hier alles vollgebaut ist, dann wird man da schon eine Möglichkeit haben. So, dann, was können wir als nächstes tun? Ja, hier kann man theoretisch auch noch sowas Primitives wie ein Holzfällerlager hinbauen. Das ist Leben im Überfluss hier, einfach hier zwischen. Das passt schon. So, da hat man auf der anderen Seite noch Bäume ohne Ende. Das läuft. Alles klar. Dann, ja, könnten wir theoretisch eine Möbelfabrik. Möbel aus Planken. Ja, wenn man keine Möbelfabrik hier baut, dann wüsste ich nicht, wo man eine Möbelfabrik bauen sollte. Und dementsprechend werden wir das jetzt natürlich wieder in eine Produktionskette hier einordnen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal meinen richtigen Weg finden. So, hier. Okay, wir haben hier ein Dings. Hier haben wir ein Holzfällerlager. Wir machen Folgendes. Wir bauen hierhin ein weiteres Holzfällerlager. Und damit glaube ich, dass wir hier jetzt richtig Geld verdienen können. Holzfällerlager, wo bist du? Ach, ich bin wieder total falsch. Er leckt mich doch am Arsch. So, hier, Holzfällerlager. Bauen wir ein weiteres hierhin. So, hier. Da sind auch noch ohne Ende Bäume. Jetzt bauen wir hier hin. Das ist ungefähr in der Mitte. Natürlich nicht direkt, aber schon ungefähr. Ein Sägewerk, was uns die ganze Arbeit hier in Planken verwandelt. So. Am besten. Wunderbar. Und dann bauen wir hier auf dem Weg. Da müssen sie nämlich so oder so hin. Oder das können wir theoretisch auch hier hinbauen. Das gute Ding, das ist jetzt wahrscheinlich wieder weniger schön, aber hier haben wir eh schon auch einen Ölbohrturm. Hier können wir jetzt eine Möbelfabrik errichten, die dann Möbel verarbeitet. Dafür brauchen wir zwar Strom, aber das soll dann unser kleinstes Problem werden. Ich denke, das sollten wir wohl hinbekommen, hier Strom
zu bauen. Auch in dieser Ecke der Weltkarte. So, gut. Das ist eine schöne Produktionskette hier. Das sollte meiner Meinung nach funktionieren. Und das ist eigentlich sehr doof, dass wir das jetzt erst machen. Denn wir haben eigentlich echt eine ganze Menge Platz schon gehabt, um das zu tun. Und vor allen Dingen eine ganze Menge Zeit. Naja, sei es drum. Hier kommt noch ein kleines Umspannwerk hin, um das Ganze noch ein bisschen zu befeuern. Klar, das hier wird alles nicht auf ewig so natürlich bleiben. Aber diese Holzfällerlager, die gehen mit der Zeit ja sowieso drauf. Und irgendwann gibt es das nicht mehr. Und dann wird da Platz für neue Städte. Wir kriegen einen automatischen Save. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir schon wieder dran sind. Deswegen ist es vielleicht besser, hier an der Stelle mal einen kurzen Quicksave zu machen. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.